und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Wisdom. Heute haben wir uns zur Building-Folge eingefunden und zwar mit der lieben Anne. Guten Tag. Dem Lobius. Hallo. Dem Nickmanius. Hallöchen. Und dem Maru. Hallo. So, ich darf jetzt von der Duell-Folge zurücklatschen. Yay. Oh, okay. Also klingt nach Spaß. Oh, es geht. So, und ich muss mal hier mein Türmchen weiterbauen. Dazu muss ich mal ganz kurz hier was schauen. Ach, noch den Baum weiterbauen. So, ganz kurz hier. Und was habt ihr euch heute vorgenommen? Auch ein bisschen leise machen. Ich baue Baum. Du baust Baum. Ich baue mein Haus. Baue eine Monsterfalle. Ah, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Lobi, du bist doch ganz vorne, ne? Der Grubenlobius. Bei den... bunten Bäumchen. Genau. Ah, da ist ein Skelett mit dem verzauberten Bogen. Ach du heilige fucking. Natürlich droppt der Bogen nicht, das war ja klar. So, warte mal, wie hoch ist denn unser Magierturm jetzt hier überhaupt schon? Lauf! Naja, da geht noch was. Das ist eine sehr gute Frage. Da geht noch was. Lobius, wo bist du? In meiner Grube. In seiner Grube. Ich habe gehört, wenn man einen goldenen Apfel isst, kann man fliegen. Das ist korrekt. Oh, hier steht immer offen. Man kann wirklich fliegen. Oh, wie scheiße. Yeah. Ah! Nur einen. Genau hier unten bin ich. Wenn du einen ich wurde gerade von der Spinne runtergeschmissen. Hättest, könntest du sogar da goldenen Apfel rausholen. Guck mal, was ich dir da hingeschmissen habe. Wenn du einen Regenbogenbaum hast wie Lobi. Den brauche ich. Ja, Lobi will ja uns warte mal. Äpfel geben. Anne, hat er ja? Du willst nur Äpfel geben und keine Selbstdinger. Oder Setzlinge, Lobby. Könntest du uns natürlich auch mal einen Setzling geben von so einem Ring? Ja, klar, gerne. Moment. Wir müssen ja vier nehmen. Du musst vier nebeneinander platzieren. Wo habe ich jetzt hingepackt? Maru kriegt ja von mir auch noch Goldäpfel. Warte mal. Hm. So. Mhm. Gebt mal nicht alle weg. Gebt mal jeden von euch fünf. Setzlinge, wie viel sind wir? Vier seid ihr, ne? Wir brauchen vier Setzlinge, ne? Jeweils. Gut. Soll ich die verteilen, oder was? Ja. Hier hast du dir vier Setzlinge und 10 Goldäpfel kannst du dir mit Maru teilen. Okay. Maru kriegt einen, ich krieg 9. Relax. Ja, so kannst du schon zaubern, Anne? Also ich kann dir mal gucken, hinterher schmeißen. Ja, ich kann zaubern. Aha. Was kannst du machen, dass die Luft stinkt? Oh, der hat aber schon fast 10, ey. Ja, der ist alt, ne? Ja, so ein bisschen. Ach, naja. Classic Enderman, bist du... Ja, er ist böse, natürlich ist er böse, natürlich ist er böse. Ich bin tot, oder? Nein, na, noch nicht. Aber alles dreht sich. Oh mein Gott. F9? F9 oder F9? Okay? F9 lässt dir die Chunks anzeigen. Gut, das brauche ich auch. Hallo? Bisschen ist denn jetzt der böse Enderman? Da ist er. Shaders ist irgendwie blöd, die sind da und wieder nicht da. Naja. Oh. Sollten wir mal hier mal F9 einschalten, das geht ja immer noch, oder? Hallo? Vielleicht schon mal da. Hinter mir her. Warte, ich gehe erstmal zu Julian, die ist nicht. Erstmal zu Manus, der ist direkt gegenüber von mir. Was denn, Tino? Was hast du denn jetzt angestellt? Ich bin gerade von meinem Turm runtergefallen und ich habe noch 2 Sekunden Goldapfel. Oh, wow! Ist man dann Fallschaden immun, oder was? Ich hab doch keinen Fallschaden, nee. Ich werde angeflüstert. Manus, ich bin in deinem Haus unten, komm mal her. Das ist Maru. Anne, wo bleibst du mit den Setzlingen oder bist du durchgebrannt? Maru. Maru, komm mal her, ich bin in deinem Haus. Wo bist denn du? Warte. Hilfe. Ich hab den Setzling mitgebracht. Ich muss mir erstmal meine Setzlinge hier holen. Ich glaube, sonst heimst du die ein. Da. Ja, hallo. Und hallo. Ich hab mich zu weit gebaut. Ah, toll. Du siehst ja böse aus. Boah, 4 Setzlinge. Ich sehe böse aus. Ach, Lobby, wir brauchen noch 4 Setzlinge. Ach, alle, ach, du brauchst, ach, so, ja, da musst du, muss Manus dir die geben. Nee, man braucht nur einen. Okay. Nein, das ist, also, Basti meint zu mir, dass es ein Viererbaum ist. Ja, aber ja, dann das reicht ja ein Setzling. Ein Setzling reicht trotzdem. Ach so, ich dachte immer, 4 Setzlinge ineinander setzen. Dann hat's mit einem mal muss jetzt, ich hab's auch mit einem geschafft. Damals. Manus noch, oder wer auch immer die 2 aufgesammelt hat. Maru kann mir dann noch einen geben, oder, wie viel hast du denn jetzt? Wer denn? Einer von euch muss jetzt 3 haben. Ja, ich. Ja, dann gib mal bitte noch einen Julia und einen mir. Och. Boah, das ist aber eine Arbeit hier, ha? Wo ist Julia? Oh, Julia, wieso leckt denn das so bei mir hier? Jetzt nicht mehr. Komm mal rein.
Alles weg mit meinen Magiersachen hier. Wo ist Anne? In meinem Garten. Kommst du mal zu mir rüber? Erst wir hier die Saplings abziehen, ne? Und dann muss ich auch noch in deinen Garten kommen. Habt ihr Magenta Crystals? Irgendwie? Upsali. Ach, ich sollte... Kommst du schon, oder? Ah, ja, warte. Wieso steht hier ein Schild? Wieso liegt kurz noch hier? Warum hast du eine Maske auf? Lag das so rum? Tut mir leid. Wo ist denn die Anne jetzt? Ja, meine Güte! Manche Menschen arbeiten hier auch. Anstatt Regenbogenbäume abzuziehen. Ich hab die Regenbaum, ey. Bist du bei Julia oder wo bist du? Anne, kannst du Erde mitbringen? Anne, ich hab Erde, hat sich erledigt. Ach, weißt du, dieser Mann. Ich bin eine Milf, ich darf hier rein. Stopp! Hast du dieses Schild gelesen? Okay, ich hab keine Kinder, ich darf hier trotzdem rein. Welches Schild? So. Hast du Julia denn auch schon einen Sapling gegeben? Dein Hausschild. Na, was hat einer ein Grundstück steht? Hast du Julian denn schon? Julian. Ja. Julia denn schon jetzt? Oh oh. Ja, meiner ist schon gepflanzt. Gut. Also es reicht jetzt einfach 4x4 Erde, sehe ich das richtig? Aha. Ich frage mich nur, wo ich den pflanzen soll. Aha. Hier vielleicht. In welche Richtung breitet der sich denn aus? Nach unten oder nach? Alle. Nach oben. Und nach unten. Nein, ich meine. Bäume nach oben, ja. Wenn der 4 breit ist und ich den Settling jetzt hier irgendwo. Der geht auch nach unten. Der packt. Hat Anne jetzt alle 10 Gold dafür behalten? Erde dahin und geht nach unten. Warum habe ich hier jetzt plötzlich so. Anne, hast jetzt alle 10 dafür behalten? Stein. Alle was? Alle ja, ich gebe dir die gleich. Das habe ich jetzt über den Stress vergessen. Was? Du musst jetzt nicht Erde tief bauen oder so. Die verstehen nicht, was ich meine. Ihr versteht, was ich meine, oder? Lobby? Ihr müsst. Warte mal, ich guck mal kurz. Sich von der Mitte aus, normalerweise seitlich ausbreiten. Guck mal kurz, also einfach schauen, Schildbaum. Dass du in alle Richtungen schon so deine 3, vielleicht sogar 4 Felder frei hast. Hört nicht so ich hab ja echt zu viel Stuff dabei. Wie wieder vom Server. Lobby, du sagst, bei dir kann man verzaubern. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, ich bin am Spekulieren, ob ich dann schnell mal zu dir rüberfetze und meine Spitzhacke. Du darfst nichts verzaubern. Darf ich? Ach so, nicht mal die Spitzhacke zum Abbauen? Hm. Der geht. Ja, der geht nur. Nee, der geht 2 tief. So wie ich das verstanden habe. Ja, in dem Sinne hat eigentlich nichts mit Magie zu tun. Was ist richtig oder? Tief rein? Egal, lass ich's lieber. Ja, er geht 3 tief rein. Also, das meine ich gar nicht. Ich meinte, wenn der 4 breit ist, also 4 Kästchen einnimmt und ich den. Sapling nur auf einem Pflanze, will ich wissen, in welche Richtung dann dieser 4 breite Stamm wächst. Von der Mitte weg, schätze ich mal. Ja, wie von der Mitte weg? 4 kann nicht von der Mitte weg wachsen. Random. Ja, das kommt dann drauf an, das weiß ich nicht. Ich würde es gerade sagen, also das ist random, Anne. Och, Anne, ey, ehrlich, so eine Fragen immer. Ja, das muss alles symmetrisch sein, wenn ich den... Wir sind ja hier nicht ein... Also, oh. Ich möchte das wissen, das muss symmetrisch sein. Maru, ich gebe dir mal hier Äpfelchen, ja? Ein bisschen Äpfelchen. Womit hast du die denn für Lobius? Wofür kriegt denn Maru die Äpfel? Zum Duell, weißt du, keine Ahnung. Ich stehe extra nachts und nochmal auf, um mir die aufzunehmen und dann so eine Frage. Na gut, ich gebe dir mal die Hälfte. Das ist nur mein Waypoint. Ich dachte, Sicherheit, ich habe echt rosa Steine im Kern. Ich war doch gar nicht verletzt. Er hat uns XP gegeben. Danke. Soll ich mal 100 trinken lassen? Ich sollte Eisenpickaxe nehmen. Ich glaube, ich sollte mal hier das tauschen. Hier, so. Ich hab 10 Mimi-Hiete. Ich hab 4. Was hast du? Mimi-Hiete. 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 Habe ich 5. 10. 5. 10. Also doppelt von 5. Mal eine schöne Grundlage hier für unseren. Ja, das komme ich auch mal hier rein. Ich hab das alles so schön sortiert. Ich will nicht, dass das geklaut wird. Ich mach eine Grundlage für meine Monsterfalle. Warte mal, kann ich eigentlich noch in die Richtung? Ich glaube, da kann ich gar nicht mehr hin, ne? Mir dauert das eh noch eine Weile. Ich kann ja zweimal auch ablehnen, wenn ich herausgefordert werde. Gott sei Dank. Ich werde hier weiterarbeiten an meinem Verzauberungsraum, den ich hier einrichten werde. Boah, da ist ein Loch. Warte mal, hier drüben kann ich ja noch weiter. Sapperlot, ein Loch. Ja, Wahnsinn. Ah ja, Sapperlot. Ja, Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich glaube, ich mache mir einen schwarzen Keller, würde perfekt zu mir passen. Oh, das ist blöd. Ist so eine Black Beauty? Ja. Ja, Beauty nicht. Beauty in Black. Beauty.
Black Beauty. Schwarz, schwarz, die schönste Farbe der Welt. Okay, jetzt ist eigentlich hier nicht vorhanden sein von Farbe. Schwarz ist keine Farbe. Also hast du dich wirklich noch nie bei RTL 2 beworben, Anna? Ey, was für ein Schinkenwurst. Erdbeerkäse. Ich kann aber diesen Regenbogen bauen, kann ich schon hier mit Bauenmehl so ein bisschen anfüttern, oder? Wie? Was? Mit Bauenmehl zum Wachsen bringen geht das. Ey, Bauenmehl ist voll ekelhaft, ich ey. Ich weiß es nicht genau. Basti hat es versucht, es ging nicht. Es sieht ja voll nice geht aus auch nicht. Jetzt hier. Also da muss dann einfach irgendwann wachsen. Ja, lass ihn Zeit. Ja, ja. Bauenmehl. So wie Kinder und Haare. Genau. Schon dran gepackt hier, ey. So viele Frauen und das erste Mal. Lass ihr Zeit. Genau. Zeit. Irgendwer will nach der Aufnahme noch. Wer denn? Oh, ich war Lubi wieder frech? Lobi. Lobi wird gleich wieder übers Knie gelegt. Lobi-Lobi-Kuss. So geht das nicht. Der kleine Gruben-Lobi, er wird vermöbelt gleich noch von der Julia. Ich bin in meiner Grube, da kann gar nichts passieren. Was machst du da? Du bist schon wieder heimlich. Naja, an dir rumspielen? Ja, pst. Ekelhaft. 5 gegen Lobi oder was? 5 nee, gegen Willi. Wirk den Lobi. Oh, euch geht's gut, oder? Ja. Warum sind ja keine Monster, verdammt. Oh Mann! Hast du verschreckt? Ich könnte auch aus Sandstone das. Aber na, das ist nicht so geil. Ich hätte den Abbauzauber definitiv lernen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Aber ich darf schon fliegen in der Building-Folge, ne? Ja, ja. Naja. Du darfst nur nichts machen, was du. Ja, goldener Apfel ist ja kein magisches Item. Das magische Item kannst du fliegen. Ja, willst du darfst nur nichts machen, was dich weiterbringt in deinem. Also kannst jetzt nicht losgehen und ich brauche jetzt Arcanstone. Ich komme jetzt Arcanstone. Ich bin schon geflogen, von daher. Möchte jemand Arcanstone haben? Wir spawnen einfach keine Monster, es ist zum Heulen. Ich werde demnächst Werbeschilder in der Stadt aufhängen und die Produkte bewerben, die ich verkaufe oder tausche. Kannst du uns made von Anne? Ja. Hey, kauf nur bei Anne. Das hat so einen Nazi-Klang. Kauft nicht bei Manus, kauft nur bei Anne. Billowood und Richwood. Hat einer die Uhr im Blick? Du wirst schon sehen, was du davon hast. Okay. Die Uhr. Bist nämlich nicht mehr lange anonym. Hahaha. Mir hat doch glatt jemand geschrieben auf Facebook, so, ne? Hier so die Adresse, die ich hier angegeben habe auf YouTube, ne? Holznofig 85, da wohnst du? Ich glaube nicht. Fand ich ganz schön frech. Warum, was hast du geschrieben? Naja, meine Adresse, also ich habe eine Adresse angegeben hier auf YouTube, ne? Ja. Holznofig 85 in Hamburg, ne? Und dann, schreibt mir so einer, Holznofweg 85, da wohnst du also, ja? Ich glaube nicht! Ich so okay, glaub, dann glaube ich nicht! Ich wohne da auch nicht. Aber da kommt Post für mich trotzdem an. Tierisch aufpassen, wenn dieses vielleicht. Also, es ist gleich so vorwurfsvoll. Seid ihr gerade. Oh! Tadam! Wieder Julia! Wir können einfach direkt wieder einloggen. Ja. Ich hoffe es. Weiter geht's. Ich kann abbauen, das ist. Du Käsisch. Was hast du denn wieder gemacht, Lobius? Entschuldigung, ich weiß nicht! Wie geil war das denn jetzt? Aber sag mal, Leute, mit dem Fliegen hat das nichts zu tun, oder? Was denn? Das ist nichts. Glaube nicht. Marlos, Tino war's, ich hab's genau gesehen. Mit diesem. Er zaubert! Zaubert ja gleich mal einen ins Face, Junge. Wow, da werden wir. Komm rum, los. Hier, ey. Wir müssen mal eben hier einschalten. Also der Baum droppt Tinte. Ja, nee, ist klar. Der schwarze Baum droppt Tinte. Ja, ich muss mal eben gucken, ob ich das jetzt angeschaltet habe. Der Regenbogenbaum, ja. Ich bin alles. Im Regenbogenbaum innen drinne und der hat ja auch so seitliche Äste. Und was machst denn du im Regenbogenbaum? Baue so einen Ast ab, kommt ein Schaf durch. Was? Ein Schaf? Ist der schon gewachsen bei dir, der Baum? Nein. Huch, nein. Wie kannst du dann im Baum drin sein? Ein fremder Baum aus der Wildnis. Oh mein Gott. Ah, okay. So. Ich hoffe, die Monsterfalle funktioniert. Wäre natürlich nice. Hä? Das ist der Rand vom Gebiet. Weiter darf ich nicht. Habe ich nur ein Wassergedöns mitgenommen oder wie? Oder was? Machen wir kurz eine unendliche Wasserquelle hier hin. Zack. So was kannst du, Magie! Das war auch Zauber. Fauler Zauber. Ich hab grad gezaubert. Report him. Ich hab getaubert, ganz viel getaubert. Wahnsinn. Zauberhafte Vorstellung.
Lobby ist Magic. Magical, Lobby. Don't you know it's magic? Magic. Lobby transformiert sich in Magical Lobby. Jetzt müssen ganz viele bunte Strahlen kommen und dann springst du so in die Luft. Yeah! Transform! Grün, wir haben weiß. Die kann man gar nicht so gut machen. Darkwood. Ich hoffe, das Don't you know it's Lobby? Oh, schon leuchtblau. Ein leuchtblaues Haus. Das brauche ich. Ich weiß nicht, ob da Monster spawnen, wenn hier unten drunter auch noch was ist. Anne, bist du bei mir zu Hause? Ja, im Keller. Kannst du mal kurz rauskommen? Sekunde. Ey, komm mal raus, zeig dich also mal. Also so ein Regenbogenbaum, der ist ja echt krass. Was da runterknallt, ey. Wenn du da fertig bist, willst das ist ein Inventar. Willst du denn Pickaxe haben? Axt haben. Mit ihr Axt. Ich bin da, was gibt's, Maru? Was sehe ich heute am schönsten Eisen aus? Gemacht, aber dir, bitte? Spitzhacke brauche wo bist du denn? Nächsten Mal. Hier gegenüber von dir wohne ich doch. Hm. Ja, wo bist du? Ja. Sehe ich nicht. Vor meinem Haus, vor der Tür. So, komm rüber. Ey, komm mal ran, ey, Mädchen. Ja? Was gibt's? Welches Holz gefällt dir am besten? Welches Holz? Ich habe ja ein anderes Texture Pack als du, nehme ich mal an. Achso, stimmt. Da war was. Wofür denn? Das ist mein Außenhaus, um den Baum herum. Es ist Nacht, für oder? Für das Außenhaus würde ich lass mal hinlegen. Entweder das Sakura Planks nehmen oder das Witchwood. Blau ist zu krass, glaube ich, ja. Schlafi machen. Und das, also ich weiß nicht, ob das nur in meinem Texture Pack liegt, das aber... Muss ich aus. Was hast du für das Texture sieht irgendwie nicht so machen. Ganz. Keiner will. Okay. Doch, wir können ins Bett gehen, wenn du... ja! Anna! Okay! Was machen eigentlich die ganzen Schafe da schon wieder? Wie sind die da die sind da gespawnt. I see. So. Wer hat das Schaf? Ja, Maru ist auch im Bett. Ich komme auch. Komm kuscheln, Lobby. Komm kuscheln. Ja, ich bin drin. Das ist ja ernst hier mit zu dritt und so. Und ihr sagt mir nicht Bescheid. Manus war nicht eingeladen. Mit dir. Was, wie mit mir? Ich hab 6 Setzlinge. Sie hat 6 gesagt. Boah, ist wieder wirklich RTL 2 Folge heute hier, ey. Leute. Ich hab gestern freiwillig RTL geschaut. Ja, ich auch. Döner und ungespielt, wa? Ja. Echt? Das Döner und ungespielt. Bei Stern TV waren die. Das wurde mir mitgeteilt, dass er Check gewonnen hat. Grund. Die waren gestern bei Stern TV. Gut, Stern TV ist ja noch erlaubt zu gucken, glaube ich. Ist ja, klar. Vor den RTL-Sachen das Erträglichste. Es geht ja um RTL. Das, was sich am meisten um Seriosität bemüht, könnte man so sagen. Komm, ihr fein, ihr fein. Da Laschka so fragt, so wegen den Einnahmen, ob man denn von so wie viel denn es ist, ob man da gut davon leben kann. Und Dena sagt so, ja, da kann man schon gut von leben. Halaschka sagt so irgendwas also im fünfstelligen Bereich. Da haben sie sich aber leider ein bisschen überschnitten gehabt. Deswegen hat Dena da keine Antwort mehr gegeben. Aber Simon war halt komplett anders. Der war halt dann so mehr in die Richtung, ja, und wir müssen da ja auch noch Steuern zahlen und reich sind wir jetzt ja nun nicht. Da hast du richtig gemerkt, wie unangenehm ihm das jetzt in dem Moment war, dass jetzt vielleicht die Leute doch mal erfahren, dass man in der Kanalgröße schon verdammt viel Geld verdient. Das ist dann nicht mehr nur, ist ja nicht mehr nur noch YouTube dann, ne? Das ist ja das Ding. Das ist ja vielleicht eigentlich der geringste. Meinst du, die waren kostenlos bei Stern TV? Mit Sicherheit nicht. Egal, ob es bekommst immer was, wenn du also, da zu sehen bist. Ja, die haben ja dafür gearbeitet. Ist ja nicht so, als hättest du es umsonst gekriegt. Ah, nö, also ich kann das jedem. Wenn man, ja, auf jeden Fall. Ach, dieser Zauber ist so schön zum Baum abbauen. Ich muss nicht klettern. Einfach so. Alter Schwede. Anne? Ja? In deiner Folge habe ich gesehen, dass du, warte mal. 19 Minuten. Ja, was gibt's, Lobby? Okay, 19 Minuten. Nee, das frage ich dich in der nächsten Folge. Okay, Cliffhanger, epischer Cliffhanger. Was wird Lobby mich fragen? Warte, ihr seht es in der nächsten Folge. Ich muss den Mana verbrauchen, warte. Schnell! Nee, ich esse noch einen Apfel. Ja, komm, wir überziehen sonst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay. Schaut die Videobeschreibung, da findet ihr die anderen. Bis dahin. Tschüss! Ciao. Tschüss, Leute!